Hier zuckeln Zehntausende entlang, jeden Tag. Oder sie stehen im Stau und bringen Anwohner zur Verzweiflung. Der Südschnellweg in Hannover soll die schnellste West-Ost-Verbindung sein und dabei die Innenstadt entlasten. Deshalb plant man im Verkehrsministerium schon seit 7 Jahren die Modernisierung und den Ausbau der Verkehrsader. Die Brücken sind marode am Schnellweg. Wir müssen da sanieren. Wir können da teilweise nur noch einspurig den Verkehr führen. Und das merkt man jetzt schon, wenn man da einmal langfährt, dass sich der Verkehr staut. Und das ist eine sehr, sehr unschöne Situation. Wenn ich mit dem Rettungswagen nicht mehr da entlang komme, dann hatten wir schon mehrfach die Situation, dass hier teilweise Rettungskräfte zu Fuß zum Einsatzort mussten. Und das ist natürlich eine Situation, die so nicht haltbar ist. Da müssen wir ran, da wollen wir auch ran. Die allermeisten Hannoveraner begrüßen das auch. Vor allem, dass ein Teil des Schnellwegs sogar durch einen Tunnel unter die Stadt verlegt werden soll. Nach meiner Beurteilung würde ich sagen, ist das mehr als wichtig, weil ich selber bin viel beruflich unterwegs hier in Hannover. Und es ist jeden Tag nur Chaos. Man verbringt jeden Tag 2-3 Stunden nur im Stau und es macht überhaupt keinen Sinn. Also für mich für die höchste Zeit. Das ist schon ein großes Problem. Ich bin ja auch viel beruflich unterwegs. Und also das, was da jetzt momentan passiert, ist halt wirklich ziemlich chaotisch. Ne? Problematisch ist der westliche Teil zwischen Ricklingen und der Hildesheimer Straße. Hier südlich von Maschsee und entlang der Leine gibt es viele Teiche und Tümpel und möglicherweise auch einen streng geschützten Bewohner. Also auf dem Video kann man eindeutig 2 Biber sehen, ein großes Tier, höchstwahrscheinlich Männchen, ein etwas kleineres Tier, ein Weibchen, die ganz normales Fraßverhalten zeigen. Und dass es 2 Tiere sind und dass sie regelmäßig an der gleichen Stelle abtauchen, deutet darauf hin, dass die beiden eventuell dort einen Bau haben oder Fortpflanzungsverhalten vorherrscht. Also auch ein Verkehrsprojekt. Doch schon das bloße Gerücht, hier unterhalb der Straße lebt ein Biber, bringt die Umweltschützer auf die Palmen, na, jedenfalls auf die Bäume. Unverzüglich errichten sie Biber-Schutzcamps und filmen die Tiere bei dem, was Biber ebenso tun. Aber nicht nur Aktivisten bekommen angesichts des putzigen Nagers Skrupel. Also natürlich glaube ich, dass es hier schöne Tiere gibt, also unter anderem Biber oder sonstiges, wo die sich hier halt zu Hause fühlen. Und dann wird natürlich deren Zuhause auch mit niedergemacht. Und das ist sehr schade. Wir waren nicht sicher, ob es ein Nutria ist oder ein Biber, haben dann nochmal gegoogelt und dann hat sich auch herausgestellt, dass ein Biber gesehen ist, der da die Leine lang geschwommen ist. Das Verkehrsministerium ist allerdings wenig beeindruckt von den Bibersichtungen. Die Aufnahmen bedeuteten ja nicht, dass diese Biber auch hier wohnhaft sind. Wir haben eine recht große Biberpopulation südlich von Hannover, auch südlich der Baustelle. Und derzeit gehen wir davon aus, dass das Tiere sind, die da auf der Suche nach Nahrung waren und gucken uns das sehr genau an. Auch den meisten Hannoveranern liegt mehr an der Verkehrssituation der B6 als an der Wohnsituation der Biber. Völlig übertrieben. Man kann nicht wegen jeder Maus eine notwendige Verkehrsmaßnahme nicht machen. Also man muss sehen, dass man die Biber dann irgendwie in ein neues Revier bringt. Für den Biber, sag ich mal, würde es mir dann leid tun, den kann man ja umsiedeln eventuell, aber ein Baustopp wäre katastrophal für Hannover. Man muss nicht wegen jedem Tier da irgendwas für Bauunternehmen dann einstellen. Ne? Doch Bauverzögerungen wegen geschützter Tierarten sind gar nicht so selten. Es gibt natürlich andere Planungen, wo jetzt zum Beispiel der Feldhamster oder dann auch Zauneidechsen Planungen erstmal jetzt nicht direkt verhindert haben, sondern es mussten halt der Artenschutz intensiv betrachtet werden. Wir gucken uns das sehr genau an. Wildkameras sind aufgestellt und behalten das natürlich auch im Blick. Nichtsdestotrotz, wir gehen davon aus, dass das nicht zu einem Zeitverzug führen würde. Aber wenn die gesichteten Biber dort neben der B6 auch wohnen, sehen die Umweltschützer schwarz für die Tiere. Also zu töten wäre auf jeden Fall die höchste und letzte Eskalationsstufe dabei. Die Reviere sind eigentlich alle besetzt und von daher ist die Umsiedlung eigentlich schwierig bis nicht zu vollziehbar. Solange die genaue Wohnanschrift der Biber nicht bekannt ist, laufen die Planungen für den Hannoveraner Südschnellweg jedenfalls weiter.